Ich will nach links. Wow. Los, Cube of Meat, bring es um. Nein, kein Teleport. Ich brauche doch nur ein verficktes Silberherz. Ist das denn so schwer? Oha. Das nenne ich mal Geld. Oh Gott, das will ich haben, aber dann bin ich gefickt. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Geld fürs Casino. Ich will ein Silberherz haben, damit ich mein komplettes rotes Herz mal ausgeben kann und nicht immer nur ein halbes. Geh weg. Ach, zum Glück habe ich meine Fliege und meinen Cube of Meat. Boah, bitte kein Helfer und dann... Nee, dann wäre ich instant tot. Das setze ich jetzt nicht ein. Moment, der ging's nach oben, oder? Ja. Ich mag die Gegner nicht. Oh Gott. Jammert. Okay. Balls of Steel. Oh, geil. Will ich hier überhaupt irgendwas kaufen? Nein, ich will jetzt erstmal das hier einsetzen. Ach, Telepille. Na dann. Weil ich habe ja diesen Rot-Weiß und ich weiß gar nicht wieso. Ich habe da immer so Schiss vor, dass die meinen Health-Down runter machen können. Auch wenn es ja jede andere Farbe machen könnte. Aber trotzdem, das ist einfach so eine Angst. Aber naja. Davon interessiert mich nix. Ich habe meine Silberherzen und... Ach, ich gehe, als sie rechts sind. Wow. Friss! Ach, ich sehe da unten gerade einen wunderschönen Stein. Nämlich da. Und eine goldene Kiste. Und Geld. Geld ist schön. Nein, ich bleib bei meinem Automaten da unten. Aber, ach, klar, das ist doch die Ebene, wo wir gegen Mom kämpfen. Oh, gut, dass mir das mal einfällt. Also, jetzt in der, nach 33 Minuten Aufnahme schon so weit, das ist echt. Bin stolz auf mich. So, spenden. Da geht dann die Silberherzen. Wieso geht dann die Silberherzen dran? Oh, ist ja doof. Ich gebe jetzt nur noch hier mein Geld aus. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Ich gebe mir ein halbes Herz. Aber ich will erstmal die halben Herzen verschwenden. Das wusste ich aber echt nicht, dass der dann erst an die blauen Herzen geht. So, Geld. Wie viel Geld ich da rausbekomme, wär's doch im echten Leben so. Los, komm schon. Jawohl, ein halbes Herz. Was ich wieder spenden gehe. Ah, oh, Nickel. Ah, oh, eine Bombe. So. Spenden, spenden, spenden. Schlüssel, den ich wahrscheinlich eh nie mehr brauchen werde. Nein! Oh, Alter, war das knapp. Mit dem Magnet, also dass die Bombe dann an mich rangezogen wird. Dann wäre jetzt, glaube ich, der Kerl da unten weg gewesen. Oh Gott, war das knapp. Ich meine, jeder Einschlagskrater geht ja schon in sein Püppchen da rein, in sein Hütchen da. Seinen Totenkopf. Halbes Herz. Ist jetzt doof, dass ich die Silberherzen gerade verspendet habe. Ja, vielleicht hast du ja noch was.
So. Warum kommt eigentlich eine Fliege raus? Ich meine, du musst doch da voll viele Fliegen dann drin haben, wenn das so viele sind. Oh, jetzt habe ich gar nicht gesehen, was es ist. Aber ich glaube, es war eine Bombe. Oh. Los, Cube of Meat, bring ihn um. Los, bring es um. Danke. So. Ach komm schon, ey. Ah, ja. Nein. Der hat aber auch nie was im rechten Hütchen drin. Wow, Schlüssel. Ja, da muss ich jetzt verschwenderisch sein. Mit den kompletten Herzen, die ich habe, kann ich dann nur noch ein halbes Mal spenden gehen, aber kann ich auch nichts dran ändern. Nein, der hat mich gehittet. Oh, ärgerlich. Der Schlüssel brauche ich nicht. Natürlich kriege ich die Schlüssel, warum auch nicht? Ich habe kein Geld mehr. Komm schon! Ja! Komm schon! Geh kaputt! Ah! Fliege! Flylove, jetzt habe ich Scheiße auf dem Kopf und man sieht meinen Helm nicht mehr. Jetzt fehlt mir natürlich ein halbes Herzchen, ne? Also so gesehen habe ich jetzt nur ein Herz und dann geht und nicht zum Arm. Der Laden hat doch bestimmt was. Bitte? Doof. Aber... hier gibt's doch auch noch was. Ich glaube nicht, dass ich mit 2 Cent so viel kriege, aber mir geht es eigentlich auch darum, den in die Luft zu sprengen. Und einfach mal das Geld dann noch ausgegeben. Ich meine, why not? Und kein Leben bekommen. Was ich ja weiß, dass wir aus dem Marm nicht mehr rauskommen, also aus dem Raum. Und mein Yam hat braucht auch noch ein bisschen zum Aufladen. So, hier war... ja, komm, ich riskier's einfach. So, läuft doch schon gut. Läuft viel besser, als ich mir gedacht hatte. Oh Gott. So, haben wir doch Poison Touch noch bekommen. Immerhin. War hier irgendwo noch irgendetwas? Ja. Ach, schön. Ich teleportiere mich einfach mal. Und bin hier, okay. Aber dieses zufällige Teleportieren mag ich nicht, deswegen... Yamhard! Was natürlich durch den Duellraum gerade wieder ein bisschen aufgeladen wurde. Das ist doch schon mal gut. Aber ich verreck eh bei Mom, ich weiß es einfach. Ich werde mich zwar gleich so hinstellen. Moment. Es gibt ja eine Möglichkeit, wo man sich so eine Stelle hinstellen kann, sodass die sich auf ihr Auge tritt oder auf irgendwas anderes. So, geht kaputt und dich brauche ich auch nicht mehr. So, mit extrem vielen Herzen geht es dann jetzt zu Mom. Und ich würde einfach mal sagen. We will die! Obwohl, wir haben ja einen Abpilz, ich meine, immerhin. Okay, und rein da! Kane versus Mom! I
so. Ich weiß, das ist feige, aber ich mach's jetzt einfach, weil. Hier können nur drei Gegner in den Raum und alle drei sehen mich gerade nicht. Okay, der eine hat eh keinen Kopf und kann mich eh nicht sehen, aber. Die anderen beiden könnten mich angreifen, wenn sie mich sehen würden. Und ich mach's es einfach so, weil ich einfach keinen Bock habe zu sterben. So. Das Bein kommt nicht runter, aber es kann mir egal sein. Ich heiße nicht Isaac. Ich heiße immer noch nicht Isaac. AP-Level Up ist immer schön. Na, ah, sieht schon besser aus. Und in die nächste Ebene, The Womp One. Ich häng mit Scheiße drin. Oh, nee, das dritte Mal die Perücke. Na denn. So, hier hittet alles ein komplettes Herz. Und natürlich direkt solche Wichsgegner. Oh Gott. Aber der hat auch ein Herz gedroppt. Und ich werde jeden Stein wegbomben, einfach. In der Hoffnung, dass er auch so ein schöner Stein ist, wo was drin sein kann. Die gibt's ja auch, man kann sie noch nicht von den normalen auseinanderhalten. Was es extrem schwer macht, sie zu finden, aber es ist möglich. Und hier einfach mitten drin eine Bombe legen, wenn man es kann. So, hier liegen auf jeden Fall schön viele Herzchen rum. Und ein Silberherz, Hier. Und hier. Ich glaube, es war keine Fehlentscheidung, jetzt einen Riesenlaser jetzt zu nehmen für zwei Herzen, weil vielleicht wäre ich ja ohne den schon gestorben. Weiß man ja nicht. Hier. Und hier. Kann man doch beide gleichzeitig nehmen, oder? Da kommen die noch, die in den Ecken sind mir dann auch egal. Na komm, die gebe ich 4 Cent. Wollte schon sagen. So. Immerhin eine Sache zum Geld ausgeben, weil hier kommen ja keine Läden mehr. Und da ist auch schon der Boss. Und wenn wir Glück haben, ist es ja der Tod. Glück im Sinne von dritter Cube of Meat, weil ich den euch beim letzten Mal ja nicht so gut zeigen konnte, weil der Part 16 nie da war. Und deswegen wäre es ja ganz gut, wenn der dritte Cube of Meat jetzt mal da kommen würde. Da muss jetzt aber einiges noch kommen, weil die Ebene ist bis jetzt übel klein und wir sind schon beim Boss. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere Räume, die noch kommen werden. So, du darfst auch sterben. Ich mein Cube of Meat. So. 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 Ich bin überlegen, ob ich zuerst zu diesem Kind da zurückgehen soll und da mein Dingens da. Oh, oh boah, wie die übertreiben müssen, ey! Boah. So, jetzt sind die Gegner übel schwer, jetzt können die auch noch so viel machen. Und ich bin am überlegen, ob ich zu dem kleinen Kind zurückgehen soll mit meinen. Ach, mittlerweile schon 3 Cent. Aber, mach ihn nicht. Hier kommt eine Bombe hin. War hier auch noch was? Ach nein, überhaupt nicht. Warum auch? Ja komm, die sind mir dann auch egal. Behalte ich im Hinterkopf. Weil das verbrauche ja ein komplettes Herz, der Blutspendenautomat. Aber... vielleicht gibt es da trotzdem genug Herzen. Denn in Part 16, der nie da war, leider, war es auch so, dass ich
in der 8. Ebene noch so einen Automaten kurz vor Mams Hart dann kaputt bekommen habe. Hanged Man bringt mir nichts. Und deswegen. Es ist ja. Kann es ja doch durchaus passieren, dass wir das Ding noch kaputt kriegen. So. Geheimraum. Es war so klar. Zum Glück bin ich schon mit aufgeladenem Laser da reingegangen. Warum sollten wir auch was Gutes tun? Warum? Hä? Oh Gott. Oh Gott. Das hat doch mal was gebracht hier. So will ich das sehen.